Klin. Klin befindet sich 90 Kilometer nordwestlich von Moskau entfernt an der Fernstraße M10 und an der Bahnstrecke St. Petersburg-Moskau. Klin entstand als Grenzstadt zwischen dem Moskauer und dem Twerer Fürstentum. Eben diese geografische Lage Klins verwandelte es in eine Postkutscherstadt. Die wichtigste Funktion der Stadt, die Postauslieferung, spiegelte sich auch in ihrem Wappen wider. Ein Postmann, der auf einer grünen Wiese mit einem Horn und auf einem Pferd abgebildet ist. In Klin befindet sich der älteste Betrieb Russlands zur Herstellung von Baumschmuck aus Glas. Er heißt Jolotschka, also kleine Tanne. Die Entstehung des Glasbläsergewerbes und seine Entwicklung in den Dörfern erfolgte Anfang des 19. Jahrhunderts. Mit der Entwicklung des Gewerbes, das die technische und ästhetische Erfahrung der Glasbläser vieler Generationen in sich aufnahm, bildeten sich die traditionellen künstlerischen Stile heraus. Das sind die traditionellen farbenfrohen Kugelketten und Kugeln, die Tannenbaumspitzen, der Baumschmuck in Form einfacher Tannenzapfen, Matrioschkas und lustiger Figuren aus den Volksmärchen. Wichtig ist hierbei, dass es sich hauptsächlich um Handarbeit handelt. Die Stadt Klin verbindet man in erster Linie mit dem Namen des berühmten russischen Komponisten Pjotr Iljitsch Tschaikowski. Die Tschaikowski-Gedenkstätte in Klin gilt als eine Art Mekka der Musiker. Das Museum ist schon über 100 Jahre alt. Es wurde von Modest Tschaikowski, einem der Brüder des Komponisten, gegründet. Er schrieb auch die erste Biografie des Komponisten. Im Museum sind die Wohn- und Arbeitsräume Tschaikowskis, eine Bibliothek und einige Gästezimmer zu sehen. Regelmäßig veranstaltet die Museumsleitung Tschaikowski-Konzerte. Geöffnet ist das Museum von 10 bis 18 Uhr. Mittwochs und donnerstags sowie den letzten Montag jedes Monats ist das Museum geschlossen. Die Musik von Tschaikowski braucht nicht übersetzt zu werden. Man kennt und liebt sie auf der ganzen Welt. Nicht umsonst gibt die UNESCO Tschaikowskis Werke als am häufigsten aufgeführte Musik an.